Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom Tidequest Multiplayer Play mit mir Chantal, Lafishi, den Doge. Nicht Jess, weil der eine ist schon wieder gestorben, weil wir gegen eine Ameise gekämpft haben. Wir haben wieder die Höhle erkundet. Heute ist der nächste Tag, heute ist Samstag. Gestern war Halloween und wir waren natürlich auf jeder Halloween-Party, die es im Umkreis gab. Ja, genauso wie heute Abend. Ja, wo nur du hingehst. Ja. Oh mein Gott. Oh mein, nope. Fuck, no. Schon tot. Ja, ich meine eigentlich die Zauberer da auch noch hinten. Die hält zum Glück nichts aus. Die laut dir ja keinen Schaden machen. Die machen auch keinen Schaden. Aber die sehen so böse aus mit ihren 1000 Zaubern da. Ja. Yeah. Okay, das war die Höhle. Super. Danke. Das hätten wir noch im letzten Part machen können. Ja, ein bisschen. Aber hier sind Kisten noch. Zum Glück habe ich das hier nicht so laut gesagt, jetzt kommt der her. Scheiße, schnell alles wegluten. Eine wenigstens Sache, eins noch gekriegt, Alter. Ach ja. Schnell Heilungsschrein noch aktivieren? Nee, ich bin vollgeheilt, du auch. Ich habe ihn trotzdem genommen. Oh, du stehst bei mir noch da hinten in der Gegend rum, schlag mal. Ja, jetzt bist du wieder da. Ich wollte einmal schlagen, habe zweimal geschlagen, weil ich so schnell angreife. Super. Ja. Die Bossgegner sind auch alle wieder respawned, wir bekämpfen die nicht, weil wir haben zu viel Weg dafür. Und ich würde auch nichts von mir heute erwarten, ich bin einfach fertig gerade, ich kann nicht reden, ich bin, hab gerade... Also, so wie jeden Tag eigentlich. Nein, normalerweise labere ich einfach richtig viel Scheiße in den Parts und heute werde ich einfach fast nichts sagen. Wieso? Weil ich gerade 41 Minuten lang bei Meat Boy gelabert habe und zwar nur über Internet, Kishi, dich und folgende Projekte. Und das wieso immer hast du wieder. Mich geredet? Hab erzählt, warum du keinen Kommentator bei Meat Boy gemacht hast. Weil ich keinen Bock auf Meat Boy hab. Ja, ich auch nicht. Wobei ich Payday gespielt hab. Der Part kommt ja erst in 6 Milliarden Jahren hoch, also habe ich Meat Boy die vorletzte Stage geschafft. Bin beim Bossgegner jetzt. Und den habe ich noch nicht angefangen. Ich versuche jetzt auch mal wieder zwei Parts. Wo kommt der Part hier eigentlich? Nächste Woche Donnerstag, ne? Der hier übernächste Woche Donnerstag. Ja, ich meine, ist für mich schon die nächste Upload-Woche ist jetzt schon angefangen, weil heute war der letzte Upload dieser Woche. Oh. Hast du nicht hochgeladen? Doch, hochgeladen schon, aber nicht veröffentlicht. Aber ist ja noch vor 16 Uhr, ne? Vor 15 Uhr, ne? Ja. Gut. Stunde 10 Minuten. Ja, um 15 Uhr kommen wir in ein paar Zimmer online. Ja, kannst du dich mal wieder bewegen, du Arschloch? Echt doch. Nee, ich mein mich. Help. Fuck. Danke. Oh fuck, ich bin auch... Oh Gott! Gut, dass mein Zauber jetzt schon wieder bereit war. Und jetzt schon wieder bereit ist. Ich dachte gerade, mein Handy vibriert, obwohl ich auf Stumm geschaltet habe. Aber es war nur der Sound im Spiel. Oh Gold. Ach ja. Mein Handy kann nicht vibrieren, weil ich es wieder auf Vibration gestellt habe. Wie ich das immer mache. Ich hab Manotan außerdem genommen. Irgendwie komme ich heute nicht mit den Tasten klar. Das habe ich mir bei Meat Boy gedacht, mit dem Controller. Mit dem Controller. Wieso hast du dir eigentlich eine neue Tastatur nur für Isaac gekauft? Isaac kannst du doch auch mit Controller spielen. Will ich aber nicht. Aber Controller? Ich finde Isaac mit Tastatur eigentlich geiler als mit Controller. Okay. Ich hab's noch nicht ausprobiert mit dem Controller. Mit Controller. Also ich finde es nicht schlecht, aber ich... Ich finde auch nicht, dass ich das dafür unbedingt einen Controller brauche. Bei Meat Boy ist was anderes. Da ist ja einfach viel geiler. Aber Isaac ist einfach so. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, mir ist auch so aufgefallen, dass es deutlich einfacher ist mit Controller. Deutlich einfacher. Und ich schaff nicht mal den Rapture. Ich auch nicht. Nicht so richtig. Also ich hab's ja geschafft. Ja, du hast den Rapture geschafft. Du hast sogar das Ende geschafft. Naja, ich hab den Boss vom Ende noch nicht besiegt, ne? Ja, du hast das Ende gestellt, die Stage da. Die war richtig mies. Wieso gibt es schon wieder so 1000 Wege? Weil es ja hart ist. Achso, stimmt. Oh fuck. Ich will mich immer nicht healen, weil ich denke, ich krieg die auch so tot, aber da irre ich mich meistens. Vor allem, weil du dich danach sowieso healen musst. Ja, aber im Kampf müsste ich mich da nicht healen. Mal schon wieder eine Höhle. Gehen wir erstmal in die Höhle? Ja. Höhle des Flüsterns, okay?
Ich hab gedacht, Finster. Heilungsschrein. Gefängnisaufseher. Hast du auch Finsternis gelesen zuerst? Ja. Und dann habe ich Der Flüstern gelesen. Oh, ich bin langsam. Ah, ich glaube, ich muss da niesen. Gönn dir halt. Ich hab nur 6 Heiltränke. Ich hab nur 21. Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Oh, ich hab ein Großteil der Scheiße ist mit 104 Rüstung. Oh, hier ist kaputte Gefängnislager. Was ist denn das? Spinnen. Nein, das sind Albino-Spinnen. Die mir ein bisschen zu stark sind. Ich schlürfe mir die ganze Zeit Mana-Tränke rein, Alter. Voll geil. Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube, ich bin krank. Ich bin krank. Ih! Warum hast du so AIDS um dich rum? Hattest du auch. Aber wieso hattest du so lange? Weiß nicht. Ich hasse es, wenn ich Gegner stunne, dass sie mich dann auch stunnen. Ja, das kotzt mir richtig an. Wieso dürfen die Albino-Spinnen Laser machen und wir nicht? Naja, wir dürfen es schon. Wieso machen wir es nicht? Weil wir keinen Skill haben, der so ist. Schade. Das ist ziemlich groß hier. Was sind die Lilanen-Schreine überhaupt? Regeneration. Achso, dass du mehr Mana und Leben bekommst, ne? Naja, dass ich schneller regeneriere. Ja, du regenerierst Mana und Leben schneller. Ja, du hast nur Das meine ich gesagt, dass ich damit. mehr bekomme. Hätte ich sagen sollen, mehr pro Sekunde. Dass du regenerierst, schneller regenerierst, wäre richtig gewesen. Nein. Doch. Das erklärt's ja nicht. Er macht Doch. Regenerationsstein, er macht Regeneration. Ja, Danke. aber was soll der sonst machen? Keine Ahnung. Mir einen blasen? Ja, Ja, dann für blas die mir doch bessere einen. Person. Nein, warte, magst du mir einen blasen, war das. Nee, Und ich dann mag dachte lieber ich mir gehen. so, okay, ich mag doch lieber gehen. Das war richtig lustig. Das ist schön. Da oben ist ein Hauptgegner. Ich weiß. Ganz dumm bin ich auch nicht. Oh mein Gott! Was ist denn das? Hast du schon gesehen? Ja, eine Spinne. Hab mir fast gedacht in dieser Ich Höhle. dachte, hier unten wäre ich. Hier unten wäre keiner mehr, deshalb bin ich fast gestorben. Stopp! Bis dann. Wie, die spawnt die Viecher. Oh, oh fuck, 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 oh fuck. Hol dir auf gar keinen Fall Arco von dem Vieh. Hab Agro. Nein, hast du nicht. Stimmt, du hast Agro, geil. Du brauchst mehr Energie. Töte es, das macht Schaden. Ich geh da schon drauf, aber der hat ein bisschen Leben. Ich hab da hinten Stun ready. Jetzt kriegst du Agro. Nein. Schade. Ich kann versuchen, dich zu heilen. Sag Bescheid, wenn du Leben Warte, brauchst. Schaden, Hilfe. Lall. Mach was! Alter! Ja, renn bitte weiter so im Kreis, das ist angenehm. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll Todesschlag, ausgebildet. mach was! Wir machen immer Schaden. Das hier. Ich habe gerade auf mein Leben geguckt und mich gleichzeitig geheilt, Alter. Ich bin richtig stolz. Oh Gott! Die kleinen Spinnen machen übrigens auch extrem Schaden. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Please no. Sie ist gleich tot. Ich Ich habe auch. nur noch 3 Tränke. Scheiße, scheiße, 100 HP oder so. Oh mein Gott.
Und nicht mal irgendwie besonders viel EP gekriegt oder sowas. Wow, danke. Ne, Spiegel der Psyche. Ich will eine Gamebox. Gibt's die eigentlich in Underworld noch? Ja, klar. Aber wir haben die richtig selten gefunden. Ja, die ist ja auch richtig selten, Mann. Ich hatte ja einen Schirmblick, in dem ersten Questhaus habe ich direkt eine Gamebox gehabt. Ja, das ist halt Zufall, ne? Ich hatte mit dem einen Charakter, mit dem ich gespielt habe, hatte ich in Underworld 2 Stück. Ich glaube aber die gleichen. Ich hab die einfach mal in eine Kiste gelegt gehabt. Die sind ja auch extrem geil. Das sind eigentlich komplett nutzlose Items. Ja, aber sie sind geil, es sind Gameboxes. Konnte man eigentlich irgendwas mit dem Musikinstrument machen? Weiß ich nicht. Weißt du, wie lange ich nicht mehr gezockt habe, Mann? Gestern. Nein, leider nicht. Ich hab nur 8 Tränke. Ich fand's schade, ich habe noch 2 Tränke. Ich fand's schade, dass Sacred dieses Mal nicht im Halloween selber. Oder ist halt. Ich hoffe, es ist ein Weihnachtszelt, dann kaufe ich es mir zweimal. Zweimal? Ja, einmal für Gigi. Help! Ich helfe. Help! Du könntest mich auch irgendwann mal. Ich muss zweimal Help schreiben und dann so. Vielleicht könnte ich ihn. Nee, hab nicht drauf geachtet, dass ich keine Energie hatte. Achso, ich dachte gerade so. Nee, dem helfe ich jetzt nicht, der ist ein Arsch. Hast aber recht, Patrick. I cry every time. Warum haben die alle Belagerungswaffen und wir nicht? Alter. Es ist viel schlauer, wenn du tankst, weil du einfach dich die ganze Zeit gegenhealen kannst. Das Problem ist, ich kann mich nicht die ganze Zeit gegenhealen, weil ich zwischendurch nochmal Trank schlürfen muss. Ja, und ich muss immer hoffen, dass du mich vielleicht healen könntest. Ich krieg's ja nicht mit, wenn du kein Leben mehr hast. Außer du schreist mal. Wenn du schreist, heal ich dich auch. Manchmal. Help! Helpless, help, help! Ja, vielleicht könnte ich ihn das, gleich das Ding machen. Ist, du läufst dann währenddessen gleichzeitig noch im Kreis und dich dann zu treffen mit dem Heal ist so shit, extrem schwierig. Shit. Mit Tod. Ich hab Blitzpulver eingesetzt, aber es hat nichts gebracht. Doch, die greifen sich gegenseitig ein bisschen. Nein, machen sie nicht. Doch, 3 Stück. Kein einziger greift sich gegenseitig an. Ja, die hinter dir herlaufen nicht, aber 3 sind zurückgeblieben. Die greifen sich aber nicht gegenseitig an, die schlagen einfach wild in der Luft rum. Hilfe! Mach was! Ja, hast ein bisschen mehr Leben. Oh. Ich bin tot, danke. Und ich hatte kein Leben mehr. Assi. Fuck. Die sind zu stark, Alter. Ein Schlag von denen, ich bin fast tot. Vor allem, die halten auch nicht so wenig aus, dass sie jetzt so übertrieben. Das sind einfach OP-Gegner jetzt. Das sind wir in Ägypten. Das Ding ist, ich habe auch keine Tränke mehr. Ich habe auch nur noch 3. Ich habe keine mehr. Ich habe sie gerade aufgebraucht, meine 2. Vielleicht sollten wir irgendwann demnächst mal in Stuttgart ein paar Tränke kaufen. Gucken, wie lange wir noch haben. 6 Minuten. Hier ist noch einer. Hier war noch einer. Ich hätte gerne meinen. In der Hürde waren wir. Lass ich mal nach rechts gehen. Ich glaube, das sind nicht so starke Gegner. Nee, ich will erstmal mein Grab holen. Also. Außerdem ist hier das Lager fast leer. Hier sind nur noch 1000. Hier sind noch 1000? Ganz schlimm sind die blauen. Ja, auf jeden Fall. Die Lilanen gehen ja sogar noch einigermaßen. Die halt ja, aber die Blauen sind halt extrem stark. Sorry, aber Energietränke brauche ich. Ich habe nur noch 20. Ich habe nur noch 10. Ja, aber du brauchst die halt auch nie. Ich brauche die öfters mal. Ich setze in jedem Kampf mindestens 3 Stück ein. Ich setze nach dem Kampf maximal einen ein. Siehst du? An Brunnen. Dann geht es wahrscheinlich nach rechts weiter. Achso, das sind, ich dachte gerade, das wären die Blauen, aber das sind ja nur die kleinen Kires. Schon wieder ein Energietrank übrigens eingesetzt. Ich hatte gerade einen kurzen Lag. Wollen wir kurz in die Stadt gehen? Ja, ich mache nur die Feuer hier an. Hab ich. Rodas. Ich hab schon wieder. Wir hätten dann statt der Toten gehen können, aber es ist alles weit auseinander. Ich hab schon wieder Eierviecher gesehen.
Bodenkobolde? Bodenkobolde. Right. Left. Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. Herzblut der Furie und das Dach Dämonenblut, okay. Und ich habe einen Ring der Energieregeneration. Nice. Und noch einen und einen Feuerwiderstand, aber brauche ich alle nicht. Okay, wenn ich meinen Helm ablege, kann ich nichts mehr benutzen. Erst ein paar Tränke kaufen. Ich glaube, ich kaufe eine extra Reihe Tränke mehr. Energietränke brauche ich ja nicht so dringend. Ich glaube, es sind 25. Also ich habe jetzt 75 Tränke und 25 Heiltränke, Mana-Tränke. Energietränke, mein Gott. Schreib mich nicht so an. Ich kaufe jetzt mal kurz Tränke und dann muss ich noch mal kurz mich umequippen. Server hängt, danke. Na, ich hab mich gerade geportet. Ich gemerkt. Ich kaufe wieder 50 Heiltränke. Und 50 okay. Energietränke. Wir haben jetzt den Frostschrein. Stein. Und jetzt fehlt nur noch der Seelenstein, der Feuerstein, der Giftstein. Finde die Kraft auf den Giftstein freue ich mich schon. Verstauen? Totally. That would be so funny. So. Wow. Moment mal, in der Stadt der Seelen haben wir bestimmt einen Quest schon abgeschlossen. Geh mal kurz hin. Mach mal. Eben des Gerichts. Moment, das war auch Eben des Gerichts, ne? Keine Ahnung, Mann. Bundeswehr, wir dienen Deutschland. Wir hatten den Deich endlich gesichert. Und dann ein geiles Mäuschen drauf, die ganz entspannt irgendwo sitzt. Klar, das ist die Bundeswehr, Okay. Werbung bei Skype. Ich hab iRobot-Werbung. Vom Film? Weiß ich nicht, glaub nicht. Wo muss ich mit dem Spiegel hin? Steht da was? Warte. Ich wollte gerade Logbuch drücken. Also L. Hades Schatzkammer, die Asche eines Titanen. Welche sind das? Weiß ich nicht. Eine Einladung vielleicht? Nee. Doch, Tirso Kiriat, das. Ich weiß nicht. Nee, das war das, das mit den Dings. Ja, wahrscheinlich bei dieser Fotze hier, ne? Jo, ich habe hier eine Tür gefunden, die sich geöffnet hat. Ich komme mal zu dir, wo bist du? Stadt ist Eben des Gerichts oder so. Ja. Reise ich gerade hin. Und hier mussten wir den Spiegel abgeben, hier oben und. Also hier. Oh, die Tür hat sich geöffnet. Psychisch und wollen wir Spiegel. Das am nächsten Part zeigen, wo es dahin geht? Weil wir haben noch eine Minute. Es geht in eine Höhle? Ja, das. Ja, okay, dann lass uns das im nächsten Part zeigen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.